So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Daumen dabei. Wie immer. Und wir gucken uns heute an Backaluren gegen BW Humans. Schwarz-Weiß-Humans. Awesome. Ach, das ist hier Thalias Leutnant. Ich brauche ganz viele Würfel. Ja, genau. Genau. Ganz viele Würfel. Und auf der anderen Seite Backaluren. Aluren halt... Das eins der Midrange-Combo-Decks, wenn nicht das Midrange-Combo-Deck aktuell, durch den Lich aus D&D 1. Ja, genau. Ich gehe in meinen Dungeon und ich gehe nie in das eine Dungeon, was ich abschließen muss. Genau das. Und ja, alles in allem ist, glaube ich, nicht so das geilste Matchup für BW Humans, aber wenn sie mal schnell sind, wenn sie mal zuschlagen können, dann können Der Start jetzt, der war schon nicht so schnell, ne? Ja, nee, da kam kein Human, da kam aber ein Greensun auf Tried aber. Mhm. Und es wird wunderschön erst gemischt und dann der reingemischt. Sehr, sehr schön. Da hat wer Bock auf Mischen. Ja, ach, wenn man schon mal sowas in der Richtung spielt, dann kann man auch mal richtig mischen. Ja, dann Leben verlieren. Freebooter. Das kann natürlich ziemlich gut sein. Ja, wenn man jetzt die Aluren zocken kann. Ne? Zum Beispiel, da hast du zum Beispiel die Aluren im Brainstorm, Ponder, Cable Therapy, Leovold. Ein Endurance. Boah, hier könnte man fast schon überlegen, einfach das Ponder zu nehmen. Wir haben noch einen Freebooter auf der Hand. Können wir echt überlegen, ob man hier nicht das Ponder nimmt, in der Hoffnung, dass der Gegner brainstormt und nichts findet. Aber das wird das. Nee, der Topdeck Land und dann hast du... nee. Ja, genau. Und hier wird auf jeden Fall von der Freebooter erklärt. Ah, diese Base, diese Duels, die da drin sind. Das ist eine Trophy, glaube ich. Das ist eine Trophy, korrekt. Aber man hat noch kein Schwarz. Wird jetzt wahrscheinlich gepondert. Ponder sieht. Fetchland. Drei Länder. Das ist die Frage, welches Land man nimmt. Man hat sonst kein Land. Man könnte jetzt einfach einen Snow-Covered Forest legen, Go sagen, Fetchland ziehen. Ja, oder du willst halt noch die. Der hatte gerade, glaube ich, eine Trophy auf der Hand. Dann kannst du die Trophy noch zünden. Ja, da musst du aber schon das Fetchland nehmen. Ja. Ist halt die Frage, ob du 3 oder 4 Mana safe haben willst. 4. Aluren kostet ja immerhin 4. Stimmt. Das war ja anders als Food Chain. Stimmt, genau. Food Chain kostet 3. Ja, wir haben in letzter Zeit wieder so viel Goblins Food Chain gesehen. Ja, grüne Verzauberung Punkt Deck. Grüne Verzauberung Punkt Deck ist eine sehr, sehr gute Aussage. Es wurde das Fetchland genommen. Boah, sind die Hüllen ranzig, ey. Ja, die Inner Sleeves auf jeden Fall. Hui. Jo. Oh Gott, okay, wird nochmal kurz das andere Land ausgesucht. Und noch ein Freebooter. Da kann man theoretisch den Leovold nehmen. Non-Creature, Non-Land. Svindures. Wie gesagt, theoretisch. Ja. Darf ich die Trophy einfach nehmen? Jawohl, Trophy. Jo. Und gib. Dann hast du das Aluren-Safer und dann. Man hat vergessen anzugreifen. Ja. Das ist ein Free-Image. Vergessen hat. Das ist ein Land. Oben ist auch nicht halt noch nicht viel. Ne? Vor allem das Land war eben nicht auf der Hand. Ne? Das war der Top-Deck. Einfach Go gesagt. End-Up. Draw. Ist das ein Wasteland? Nein, das ist ein Fetchland. Fetchland. Bam, kriegt man Damage. Noch ein Freebooter. Alter. Freebooter Tribal. Ja. Das tut das Deck leider sehr gerne. Oh, jetzt ist schon die Frage, ob man da nicht das Brainstorm zündet, weil ansonsten ist das weg. Weil man hat ja sonst nichts mehr. Man könnte halt jetzt schauen, ob man genau mit dem Brainstorm einfach mal guckt, was man noch hat und dann den Gegner einfach ins Nichts laufen lässt damit. Also auf jeden Fall eine valide Strategie. Ja, weil du kannst ja theoretisch noch irgendwie Kreaturen stacken auf der Hand. Kartonländer halt. Ein Land ist auf jeden Fall noch oben drauf. Dementsprechend dürfte... Ja, dann kann man nur die Cable Therapy oder den Brainstorm nehmen. Ja, nimmt man wahrscheinlich den Brainstorm. Ich verstehe auch nicht, weswegen man den Leovold nicht gespielt hat. Vielleicht fürs Brainstorm? Okay, hier wird noch gebrainstormt. Hä? Hier wird auch noch gebrainstormt. Da wurde wahrscheinlich sowas gesagt wie, du kennst meine Hand sowieso. Ach so, ja, okay, da hat man dann gerade mal kurz überlegen. Ich zeig's dir schon mal. Ah, warte, Brainstorm kann ich ja nicht zeigen. Oh. Lol, das ist ein Grist. Grist ist auf der Hand eine Kreatur.
Ja, ja, das ist überall aus dem Feld. Nehmen. Ach, ohne Kotl auch säglich. Endurance ist okay. Der Kotl kann aber keinen Death Touch kriegen. Aktuell noch nicht, nein. Da ist ein. Eine Ebene. Und? Talias Leutnant? Wer hat zumindest auf jeden Fall eine Menge Power, was man dann auf einmal aufs Board legt? Natalia. Natalia. Die macht halt bei der Hand jetzt. Wollte ich gerade sagen, die macht halt sehr. Greift man nicht? Ne? Man nee, du frisst einen Endurance. Oh. Stimmt, man greift nicht an. Also, selbst die sind 1-2, ne? Mhm. Selbst gepumpt sterben die. Ja. Ah, das ist ziemlich eklig. Hm. Tja, was machen wir jetzt, ne? Ja, im Endeffekt, wenn du mal auf die Hand schaust, ich meine, es sind ein Draw plus Grist. Grist lässt halt auch was zerstören. Ja, Draw, dann kannst du Grist spielen, dann kriegst du die Dings wieder. Ja. Dann fängt er ja. Ryan Black Border Uzi. Hui, hui, hui. Yes. Gut. Und dann in so einer schrubbeligen Hülle. Boah. Dann Ding gespielt, Draw, dann mein Zug, Draw. Hat zwei Länder gezogen. Ha? Ja, aber das ist ja soweit noch nicht so schlimm. Auf jeden Fall muss der Leovold jetzt langsam mal raus. Oder der Grist. Ja, der Grist kriegt halt das Dings. Du könntest den Grist natürlich spielen. Also nicht vier. Der ist auf dem Stack, ist der eine Kreatur. Ja. Deswegen kann man den nicht Spell piercen. Oh, ich krieg gerade echt Krimpf. So gut. Oh. Ja, du könntest halt den Grist legen, könntest den plussen. Was passiert denn jetzt da? Talias Leutnant. Da kommen eine Menge plus 1-1 Mark mit einer Menge Dudes. Achso, der hat gerade einfach Pass gemacht. Ja. Das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, okay. Das ist der Asper Sentinel mit zwei Angriffsstärke. Ja, aber der bringt sehr halt cool gegen die Hand gerade fast nichts. Nö. Cable Therapy kostet aktuell 3 Mana, damit die Gedanken gerade zieht. Der kostet 4. 4 Mana. Talia liegt ja auch noch. Stimmt. Cable Therapy ist gerade richtig gut. Flashback kostet. Ich war gerade schon am Flashbacken. Da würde ich das Mana nicht bezahlen, damit Edna die Handkarte zieht. Bam, bam, bam. Oh ja. End of Turn Endurance wurde nichts runtergelegt. Next Level Game States. Ich lass dich ziehen, damit ich dich was discarden lass. Ja. Hoffentlich. Ist immer noch ein Wild Guess. Ja. Da kommt für 4? Irgendwann ein Mana Spell in Ponder? Ich glaube, man will den Grist spielen und denkt, der ist ein Planeswalker auf dem Stack. Ja, das kann gut sein. Und? Dum, dum. Dum, 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 dum. Grist, ja. Da-da-da. Grist ist überall außerhalb des Spielfeldes. Eine Kreatur. Also auch im Stack. Jupp. Was denn ziemlich dämlich macht. Ja, Green Sun Zenith macht den halt echt dumm. Ja, auch. Das heißt, man kann den auch unter Haluren reinflashen. Ja. Wow. Aber nicht richtig benutzen. Ja, ist halt kein Wandering Emperor oder so, der den Zusatzeffekt hat. Da kommt ein 1-1er. Ah. Oh man, mit einer Karte? Okay, warte. Fetchland. Ja, macht halt Sinn. Du machst jetzt den 1-1er, dann hast du jetzt genug, um den zu protecten, den Grist. Minus den danach. Du kriegst die Alluren direkt auf die Hand und kannst sie spielen. Ich bin gerade 2 Karten gezogen. Nee, hab ich nicht. Okay, sehr. Da ist aber jetzt auch eine Menge Fleisch auf dem Board, ey. Ja, da ist eine Menge Fleisch auf dem Board. Da gehen die Würfel aus. Aber es ist halt nicht genug. Es braucht noch einen Plusser. Ja, damit da überhaupt was passiert. Genau. Aber sonst sieht das ganz gut aus, was da an Bord ist von den Humans. Es kann halt jetzt sehr, sehr schnell eskalieren. Auf der anderen Seite ist halt Alluren immer noch Alluren. Ja, Alluren sackt jetzt den, zerstört den, wo die Dings drunter ist. Ja. Spielt dann für 6 Mana Alluren. Mindestens für 5. 4.
5 und dann kommt der erst besendelnde Trigger, den kann man nicht bezahlen. Ja, darf ich eine Karte ziehen? Ja. So, hätte man bezahlen können. Ja. dann Leovold. Happy es. Ja, und das Snake auf dem Board. Das ist natürlich jetzt. Puh. Ja, es ist halt 19 Karten, die man jetzt. 18 Karten, die man gucken kann. Wir wissen von Show and Tell, das ist nicht immer ein Win. Ja, das stimmt. ja, dann. Ja, wie war das nochmal? Draw Card. Hab ich den Win? Uro macht jetzt die ganze Zeit Leben mehr. Leben ja. Plus. Genau, Uro macht immer 2 Leben. Oder ein Leben, ne? 2. Zwei. Er macht ja 3 Leben. Du spielst die Harpie in der Reaktion auf den Zack-Trigger. Nimmst den Uro zurück auf die Hand. Ja, stimmt. Nimmst die Harpie zurück auf die Hand, hast ein Leben. Die Harpie nimmt sich selber auch zurück auf die Hand. Yes. Sideboarding. Ich glaube, bei Baby Humans ist faktisch fast nichts drin. Plague Engineer. Genau, Plague Engineer. Auf Harpie. Oder Snake. Ja. Und sonst, es gibt doch den Human, der eine Artefakte Verzauberung zerstört. Ja, den, meinst du den Werwolf, den neuen? Genau, den Flasher. Den Flasher? Es gibt einen 2x3, 1 Flash. Kannst für einmal eine Opfer eine Artefakte Verzauberung zerstören. Das ist eine ganz gute Kreatur. Und bei Bug-Aluren, ich weiß gar nicht, ob Bug-Aluren hier überhaupt irgendwas großartig boarden muss. Mehr Removal? Mehr Removal. Plague Engineer bei einem Sideboard. Black Engineer of Human kann schon mal gut was reißen. Da ist der. Freebooter. Den kennen wir schon wieder. Yes. Baby Human ist aber eigentlich auch ein Wildeck, oder? Human ist eigentlich auch ein Wildeck, ja. Eigentlich. Abrupt. Ja, kannst du da ist auch ein Black Engineer. Also ein Black Engineer. Da fängt der Spaß doch erst richtig an. Beat mit Mama ins Gesicht. Da ist noch ein Freebooter auf der Hand. wow. Wow. Fetchland. Da war noch eine Kotel. Man kann sie jetzt nicht so geil sehen wegen dem Licht, aber da ist noch eine Kotel auf der Hand. Das heißt, man muss hier auch mit dem Flash rechnen. Da geht eine. Okay. Iganjo. Ja, mehr Freebooter. Braucht das Land. Der findet nichts. Okay, hier greift man nicht mit der Mama an. Aha. Warum greift man denn nicht mit der Mama an? Protection für. Keine Ahnung. Abrupt Decay, Grist. Schwierig, Grist braucht eine Kreatur. Abrupt Decay wird was. Oh, das sind immer so die juicy Targets, wenn man dann doch dieses One-Off irgendwie Cat dieses drin hat. Oder wenn ein Arbiter oder. Oh ja. Oder halt hier natürlich den. Elven Mind Sensor. Wow, einmal Rainbow auf den Tisch gelegt in Snow. Das kann das Deck halt sehr, sehr gut. Plague Engineer, Schutz vor irgendwas. Schutz vor Schwarz. Ja, dann Swords. Kriegt man 2 Leben. Ansonsten kommt jetzt wahrscheinlich, wenn ich richtig gesehen habe, der 1-1er. Ja. Und wow. Freebooter Nummer 3. Again. Ja, nur dass die jetzt nicht so wirklich gut getroffen haben. Nö, die zwar mal eine 1-2 Flieger, die nichts tun. Das ist richtig. Die sind generell in dem Matchup nicht gut. Aber ich glaube, man hat dann, wenn nicht genug, was man rausnehmen kann, reinnehmen möchte. Ja, du kannst halt mal eine Aluren treffen und gewinnen. Oder zumindest nicht verlieren, so. Ja, auf der anderen Seite hat er halt so viel Abrupt Decay und Fatal Push und alles Mögliche. Dass das halt schon mal passieren kann. Ja, nee, ansonsten, ich meine, man hat hier ein relativ gutes Board. Ja, jetzt liegt da halt ein Endurance rum, was gleich angescheppert kommt, aber ansonsten. Das heißt, man kann mal wieder mit der Freebooter nicht angreifen. Das ist schon krass, wie stark die ausgekondert sind. Aber die Hand ist halt auch von der Luren, ist halt auch 2 Länder, 2 random Kreaturen. Nicht gut. Okay. Ja. Kriegst ja nur das Decay wieder, ne? Ja, ich glaube, ich sehe da einen Iganjo auf der Hand.
Kotel. Kotelblock. Klink. Damit hätte man wahrscheinlich lieber das Endurance gehabt. Ja, definitiv, ne? Dann wasteland wir noch hier und haben keine Handkarten mehr. Das ist immer die schwierige Situation, wenn deine Hand leer ist, du aber nicht genug auf dem Board hast, um eine richtige Fret zu haben. Auf dem Board. Das ist nie eine geile Situation für Humans. Alter, was ist die eine gammelige Handkarte? Das sind zwei gammelige zwei. Anscheinend nichts Gutes. Seems so. Ha, schwierig. Ich würde sagen, vom Pace her ist Aluren halt jederzeit einfach A, B fertig. Ja. Deswegen, also die Interaktion von gerade von Humans, gerade im Vergleich zu sowas wie Texas oder ähnliches, ist halt immens gering. Ja, du interagierst halt gar nicht mit dem Gegner, wenn du nicht musst. Ja, wenig. Du hast halt so vier Discard-Kreaturen drin und dann so ein bisschen zahlst du Mana mehr und dann gib ihm. Okay, hier wird End of Turn gemacht, dann wahrscheinlich Endurance. Oh, Fetch. Ja, aber ansonsten kommt Endurance nicht, ne? Stimmt. Da geht noch Full Basic. Ja, wenn man damit mal angefangen hat und dann wurde man schon gewastelandet, dann geht man einfach Full Basic. Ja, das stimmt. So, Endurance, kein Friedhof drunter. Und nicht mal den eigenen? Nee, der geht ja nur drunter. Wenn der reingemischt würde, dann wäre das nice. Das stimmt. Weil dann wäre die Karte nicht so gut. Alter, wie viele Länder da liegen und die machen alle nichts. Echt viele. Und das sind vier Handkarten. Was passiert da? Show me your boobs. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wird vielleicht bei denen schwarz und grün ist wahrscheinlich Thoughtseize. Dieser Gimp-Move einfach. Ja, einfach ein Land zu behalten dafür. Da wäre ich aber auch tempted gewesen, einfach zu sagen, ich bezahle nicht, nur um zum Beispiel Italia zu sehen. Aber die macht halt auch nichts. End of Turn snaked mal. Kotel, Draw. Das ist halt, man kann hier halt, 9 Leben ist halt schon gefährlich mit der. Ist schwierig, ja. Mit der Harpy. Der Mangrovensumpf. Ich glaube, da auch eine Harpy auf der Hand. Ein Grün. Explorer. Ist das ein Veteran Explorer? Ja. What the fuck? Das dachte ich mir auch gerade. Hä? Ja, okay, du hast auch Basics. Ja, eine Menge, aber. Oh. Der ist halt jetzt in dem Turn so spät, ist der halt. Nicht so geil. Echt schlecht, hätte ich schon fast gesagt. Das ist noch ein Esper Sentinel. Mehr davon. So, was kommt hier? Board wächst halt nicht. Humans hat hier eine ganz, ganz schlechte Performance tatsächlich. Das sieht halt sehr, sehr schlecht aus. Ja. Ich meine, wenn du jetzt einen Leutnant aufdeckst, glaube ich. Was passiert da? Ja, Leutnant ist auch nicht so. Oh, Kudro. Was ist das? Kudro ist ein Lord. Wenn er ins Spiel kommt oder ein anderer Human, darfst du eine Karte zum Friedhof exilen. Für 2 Mana kannst du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr zerstören, indem du einen Human opferst. Mhm. Oder 2, glaube ich sogar. 2 Humans musst du opfern, ja. Und alle deine Humans kriegen plus 1/+1. Das heißt, du kannst gleich die Dings loskriegen, die Endurance und den über den Haufen drin. Leider nicht. 4 oder mehr Angriffsstärke. Ah, stimmt. Endurance ist 3/4. Leider Gottes. 4/3 könnte der von mir aus sein. Kriegst du den auch mit Lightning Bolt? Richtig. Da ist ein Busch. Ja. Und dann mit all dem auf dem Stack gibt man Fetchen, damit. Ja. Das ist ganz unten ist der Lich. Der Leech. Damit der Revolt so dick ist das Ding auch gar nicht mehr. Nee, viel ist da nicht mehr los. So, dann muss noch 2 mehr bezahlen, damit ich keine Karte ziehe. Ja. Und nochmal 2 mehr bezahlen, damit ich keine Karte ziehe. Ja. Das ist einfach ein 1, 2, 3, 4, 6 8. Mana Push. 6 Mana Push, ja. Wow. Ja. Das ist ein teurer Push gewesen. Das wurde auch da so ähnlich gestated. Und so ähnlich funktioniert das ja auch mit Ponder. Ponder kostet aktuell 6 Mana. Keine gute Karte, habe ich gehört. Nee, 6 Mana Ponder ist wirklich keine gute Karte. Also ist mal näher an Omniscience dran. Mhm.
die macht mehr. Hm. Wobei, dann kannst du Ponder halt immer noch 5 Mana. Oh. Oh. Ein Mana mehr. Zahlst du Mana mehr? Eine Karte zieht mal. Ne, 2 sogar eigentlich. Da wurde... 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt. Ja. Man hätte eigentlich noch eine mehr gezogen. Uff. Die Alluren zu legen, nur um sie zu legen. Ja gut, gegen Humans, die kriegen sie nicht richtig weg und die Hand ist halt super leer und... Pre-Green und dann Schwing für 2. Ich hätte mir noch einfach querlegen können. Jo. 6 Leben ist nicht viel. Das ist die Frage, bringt er den um oder bringt er nicht um? Ich glaube, es reicht noch nicht, wenn man nächste Runde mit allem angreift. So, was ist das auf der Hand bei BW Humans? Das kann nicht viel sein. So ein Surprise Butt Sex. Was halt sein kann, ist, dass es ein Werwolf ist. Stimmt. Der Weiße, der was exiliert. Was passiert denn jetzt da? Schon wieder so viel Mana tappen? Ist das ein Ponder, Brainstorm? Noch ein Aluben? Ich glaube, noch ein Alu wird hier nicht gespielt. Ein Zenith. Green Sun Zenith für X gleich 2. 2 aktuell. Wieso zieht man nichts? Ich weiß es nicht. Ach so, die kosten ja nur noch 1 zum Bezahlen. Der Lord ist ja weg. Stimmt. Stimmt. Aber X ist gleich 2. Was hat man denn für 2 drin? Naja, das funktioniert nicht. Da hätte man X gleich 3 nehmen müssen. Ja, da liegt Natalia. Aber dann hätte Humans eine Karte gezogen. Richtig. Das ist der zweite Draw, den man misst. Mm. Den man jetzt ziehen müssen. Hey, passiert. Hm. Draw. Was? Ah, Green Sun wurde vergessen. Ja. Reinzumischen. Dann draw. Wurde ihr randomized die Build, das Deck? Dun, 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 dun. Hm. Kein Land. Mm-mm. Hat man nachgerechnet? Aber scheint nicht zu reichen. Knapp. Hm, ansonsten hat man jetzt halt Pro Green Beat Gestern aus 7. Es wäre genug gewesen, wenn der Uro nicht gewesen wäre. Uro der Huro. Was ist da auf der Hand? Denk mal, lol. Jetzt hat man auch noch Green Sun. Aber ich glaube, man hat schon mal alles raus. Trophy, ein Brainstorm, GSZ und ich glaube, da ist eine Harp hier. Dann hätte man die als Reaktion auf den Uro legen können. Das stimmt. Ha, für den Draw und dann into... Oh. Hab hier kann man mal umsonst spielen. Man könnte ja auch einfach 6 Karten ziehen für 6 Leben. Das stimmt. Dann ist man zwar tot. Im Backswing auf jeden Fall. Ja, dann würde ich vielleicht nur 4 Karten ziehen für 3 Leben. Oh gut. Green Sun für X gleich 3. Nee. Trophy. Die Mutter. Damit man nicht mehr so leicht angreifen kann. Hm, das ist ein Swamp. Jupp. Ein Mana. Nee. Was? 2 Mana dafür, 1 Mana dafür, 1 Mana. Okay. 5 Mana Trophy ist richtig. Jupp. Aktuell ist alles plus 3, damit der Gegner keine Karten zieht. Mhm. Will man End of Turn anscheinend noch was machen. 1, 2, 3, 4, 5. Palace Jailer. Ja, den spielt man halt dafür. Ah, das macht. Der ist halt eine Kreatur, solange wie er im Spiel ist. Und wenn jemand Staybound. Und wenn jemand keine, also wenn der da reinflippt, exilt er nochmal. Das heißt, man kann jetzt einfach nichts, spielt jetzt einfach nichts. Und dann spielen wir wieder 2 Karten, dann hat man wieder Daybound, Nightbound. Und, ja. Aber aktuell ist man leider wirklich in einem Stale. Das ist wirklich krass. Greift mit Talia an. Block, beide kriegen Länder. Ich glaube, im Humans ist nur noch 1 drin.
Also Aluren sieht halt auch nicht mehr so voll aus. Nee, da ist echt nicht mehr viel drin los. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Harpie. Und der Escape Uro. Wollte ich gerade sagen, also Escape Uro, ja. Dann Harpie Uro. Und dann ist man theoretisch drin. Hat man als BW Humans vielleicht den Lord nochmal auf der Hand? Dass man den Uro auf die, auf den... Ah ne, du kannst ja nicht auf den Escape, kannst ja nicht reagieren. Das ist ja ein Cast. Warum ist der jetzt in Nacht transformiert? Weil nichts gespielt wurde. Doch, er wurde doch selber gespielt. End of Turn. Yes, stimmt. Da war die Talia noch getappt. Hier wurde der Leovold gespielt. Wenn man hier jetzt noch was spielt, dann flippt halt der Werwolf wieder. Ich glaube, das ist einem nicht bewusst als Aluden-Spieler. Da kommt, glaube ich, Escape, ja. Ja. Dann kann man nämlich gleich den Uro rausnehmen, außer man ist jetzt tot. Das ist natürlich auch eine solide Option. Naja, man ist jetzt halt dann auf 10 Leben, damit kann man schon eine Menge machen. Wenn das eine wirklich eine Harpie da hinten ist, das bezweifle ich halt noch so ein bisschen. Weil sonst würde man ihn niemals Go sagen, einfach nur. Der geht wieder auf. Ja, und exhalt den Uro. Geil. Danke! Ja. Ja, das ist halt, den Uro zu casten, der tut halt hier weh. Vor allem, wenn man den Uro wiederkriegt, ist der nicht escaped. Nur dann geht er erstmal schön in den Friedhof. Richtig. Aber hier macht man wieder den Go. Dann flippt er wieder auf Ding. Macht wahrscheinlich nur reaktives. Aber hier will man auf keinen Fall. End of turn, non brainstorm. Darf ich eine Karte ziehen? Darf ich eine Karte ziehen? Oh. Kommt denn da? Oh! Ja, ja, die Trigger sind ja noch nicht durch. Doch. Die Trigger sind durch. Auf den Cast? Ja, auf den Cast. Castet wurde der schon, ist nur noch nicht resolved. Na, vielleicht holt man jetzt einen Draw nach, den man irgendwann mal verpasst hat. Es ist immerhin, muss man ja beisagen, dieses Mal zumindest ein FNM. Also Friday Night Magic. Ja. Damit müssen wir chillen. Da geht der Dings. Das ist eine Karte. Ein oder zwei, ja, okay, dann. Der ist im Exile. Ja. Dann kommt der Brainstorm. Da ist ein Ponder, da ist eine Dryad. Da ist einfach ein Dressdown auf der Hand. What the fuck? Das macht halt deine gesamte eigene Combo kaputt. Aber es kann halt dafür sorgen, dass du eine Runde lang Ruhe hast. Ja, aber what the fuck? Ja, das ist Otavara ist dort. Yes. Das ist ja widerlich. Die Dryad kann man halt überhalten, die kann man halt im Endo-Turn reinflashen. Noch? Nee, die playt man und castet sie nicht. You may cast creature cards from your hand. Stimmt. Das ist schon witzig. Das ist halt echt strange, dass hier einfach nichts kommt. Aber ich glaube, das ist auch ganz langsam, aber sicher halt aus den Händen gerutscht. Ja, also, oder? 1, 2, 3. Da ist jetzt irgendwie... Jetzt hat man das Dressdown gezündet, das heißt, man kann selber auch nicht mehr gewinnen. Nee. Ach, man will das Ponder für einen reasonable Preis spielen. Ja. Da ist noch ein Ding, das ist kein Lich. Uff, wer mal braucht den Lich jetzt gerade? Ja, nur den Lich. Ja, wobei Lich selber bringt ja nichts wegen Dressdown, aber... Ja, ja, aber prinzipiell, du kannst ja mit dem Lich auch im End of Time vom Gegner gewinnen. Korrekt. Ja, da wird natürlich jetzt geguckt, wie man den macht mit Grist, wie das funktioniert. Das ist natürlich immer interessant. Oh, stimmt. Ja, okay, dadurch, dass er als Planeswalker ins Spiel kommt, kriegt er aber seine Marken. Ich glaube, die Frage war gerade, ob der ohne Marken ins Spiel kommt, weil ja Dressdown liegt und weil Grist ja so ziemlich fast überall eine Kreatur ist. Und jetzt wird er ja auch noch Grist mit Minus auf den Typen der Exile. Das heißt, man hat seinen Uru wieder und den Endurance, das heißt der ganze. Wenn man die jetzt richtig, richtig mies stackt, dann könnte man die so stacken,
dass man den Uru in den Friedhof gehen lässt und sich selber unter das Deck legt. Ne, man hat ja keine ETBs. Der Uru bleibt liegen. Stimmt, hat ja keine ETBs. Das ist natürlich nice. Schön umgangen, dass der das Spiel verlässt. Der Uru bleibt jetzt gerade einfach liegen. Das ist jetzt natürlich schlecht für Baby Humans. Mhm. Jetzt kommt nämlich der relativ gute Beatdown-Plan durch von BG Aluren. Bug. Ja, Bug Alun ist da schon gut mit dem Beatdown. Mill. 1-1er und man muss eine Karte millen. Und es ist... Tadada. Dann hörst du der Licht so... Das kannte man, das Aluren. Stimmt. Das war ich glaube, danach hat man nicht mehr gemischt. Nee, weil man kein Fetchland hat. Man hat nur das Otawara. Mhm. Boah. Das ist super, super knapp jetzt für Alun, weil sie müssen im Endeffekt nur noch was finden, um zu gewinnen. Und Humans ist hier halt so weit abgeschlagen. Ich habe ein Land gesehen, ich habe eine Talia gesehen. Das ist ein Licht. Ja. Okay, 2-0 für Magaluren. Das war das. Wow, einfach verprügelt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.